女が来ました。武装しているようです。もちろんです。わかりました。Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Vorsichtig zu sein ist nicht gerade eine deiner Stärken. Beim ersten Anzeichen von Ärger hauen wir ab. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Kommen wir zum Punkt. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Macht? Familie. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Mhm. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck, als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soul Killer mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Und?
Und du hilfst mir im Austausch gegen... mein Bruder. Weißt du das auch? Stinkt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro go-jitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, ha? Huh? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber denk schnell. Nun, Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt komm. Lass uns hier abhauen. Wie? Geht es dir gut? Hä? Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ach, ich denk drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Was mache ich denn? Ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Ich hab dich gefragt und dich gewarnt, aber du willst ja nicht zuhören. Und jetzt benutzt dich die Porzellanpussy für ihren kleinen Plan. Hast du ein Problem damit? Das ist es doch, was wir wollten. Wir der Zugang nach Mikoshi? Ja, und am Saka Tower. Und was bringt uns das? Was verdammt bringt uns das? Du willst nicht mit Hanako arbeiten? Verstehe ich. Will ich auch nicht. Warum gehen wir die Sache nicht ganz altmodisch an? Wir rufen ein paar Leute an, schnappen uns Waffen und treten die Tür zum Arasaka Tower ein. Du willst einen Direktangriff auf den Saka Tower? Bist du bescheuert? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Aber, Johnny... Na toll, du machst schon wieder einen Abgang? Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Weg. Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Nick. Du bist an einem kritischen Punkt.
Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spüre wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg. Für die Geschichtsbücher. Wenn du was zu sagen hast, Vic, sag's einfach. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ich weiß, Vic. Ich versuch's. Bald. Nein. Du tust es jetzt. Siehst du das Zeug da drüben? Aha. Dort findest du etwas, womit du es auf deine Art zu Ende bringen kannst. Wenn du die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe schaffst, liegt der Rest allein in deiner Hand. Auf deine Art, hm? Sehr subtil, Doc. Hör auf zu nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Mhm. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Ganz oben. Hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber... Er fand den Mut, sich zu vertrauen. Ah, schon besser. Nachdem wir Luft. Hier waren. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken, ha? Huh? Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach,
Du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow. Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Nein. Nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Mhm. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt sind wir hier, zusammen, und genießen den Blick auf Night City. Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr erlebe, wie alles endet. Du bist der, der die einzig verbleibende Option ablehnt. Mit solchen Monstern zusammenarbeiten? Ums Verrecken nicht. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ja. Aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wenn du es merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles merken. Johnny? Okay, nur ich. Endlich. Dein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja, seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Dann hole ich dich raus. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Ich danke dir. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Du das wie? Oder? Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein, wir warten zusammen.
du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, V. Der Name. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Nah symbolisiert den Anfang einer Reise, die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind, neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach der Wie, die ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay, definitiv Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Der Teufel. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Das ist kein Witz, V. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung. Kontrollverlust. Aggression. Das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht, wie. Der Mond steht für Rätsel. Ich glaube, das ist für dich. Warte, ist das eine Arasaka-Limo? Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Meinst du, ich weiß das nicht mehr? Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber ich hatte keine Wahl. Verrat an einem Freund kannst du nicht rechtfertigen. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Du hast dich verändert. Zum Schlechten. Ach, hier landet also Arasakas beste Technologie. Charmant. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Genau. Hat gerade vorhergesagt, dass ich dir deine Fickfresse poliere. Du erinnerst dich doch noch daran, oder? Oh ja. Aber ich weiß auch noch, worüber wir damals geredet haben. Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst. Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Ist es, aber kaum interessanter als deine Paranoia. Glaubst du wirklich, ich habe irgendwas vor? Ich weiß nicht, was ich glaube. Aber ich behalte dich im Auge. Fahren wir.